Auf meiner Visitenkarte steht Manager, Design Support, Infineon Technologies Austria AG. Die Hauptaufgabe meiner Gruppe ist es, Ingenieurinnen und Ingenieure, die Mikrochips entwickeln, unterstützen in ihrer täglichen Arbeit, wenn sie Hilfe benötigen bezüglich Software-Tools oder Software-Umgebung, in der sie arbeiten. Und zwar, Chip-Entwicklung durchläuft verschiedene Phasen und in jeder dieser Phasen werden Software-Tools benötigt und verschiedene Daten ausgetauscht. Das ist eine sehr komplexe Landschaft, die bei der Designer und Ingenieure, Ingenieurinnen auf unsere Hilfe angewiesen sind. Die Chips werden verwendet, zum Beispiel in der Automobilindustrie, für Energieeffizienz, für Security, beziehungsweise die drei Hauptthemengebiete bei Infineon sind Mobility, Energieeffizienz und Security. Mein Vater hatte auch einen technischen Beruf und er war sehr interessiert an Technik und er hat immer versucht, diese Begeisterung, die er hatte, auch an mich weiter zu vermitteln. Ich kann mich erinnern, wir sind sehr oft in meiner Kindheit zum Beispiel in das Technische Museum in Zagreb gegangen. Wir haben uns dann verschiedene Sachen angeschaut. Planetarium hat mich auch sehr fasziniert. Ja, und so habe ich irgendwie entdeckt, dass Technik sehr interessant sein kann. Und ich glaube, ich habe mich ziemlich früh auch entschieden, dass ich einen technischen Beruf wählen werde. Warum es dann Elektrotechnik geworden ist, also der Hauptgrund ist, weil ich glaube, dass man mit Elektrotechnik sehr gute Berufsmöglichkeiten hat. Mit Österreich hatte ich sehr früh eine Bindung. Und zwar auch verbunden mit meinen Eltern. Also wir sind sehr oft in den Ferien nach Österreich gekommen. Und mir hat das Land sehr gut gefallen und auch die Leute. Und irgendwie, ich glaube, dass tatsächlich mein Kindheitstraum war, einmal in Österreich zu leben. Ich habe sogar noch, bevor ich in die Schule ging, habe ich schon Wunsch gehabt, Deutsch zu lernen. Und nach meinem Studium dann habe ich tatsächlich die erste Chance ergriffen und bin dann nach Österreich gekommen, um hier Fuß zu fassen. Das Hauptziel dieses Projektes war oder ist, jungen, begabten Studentinnen, erfahrene Frauen zur Seite zu stellen, die ihnen helfen beim Einstieg in das Berufsleben. Und ich habe meine Mentee dann gleich zu Infineon eingeladen. Ich habe ihr unser Unternehmen vorgestellt und gezeigt, wie das Leben in so einem Hightech-Unternehmen heutzutage ausschaut. Was auch sehr wichtig für mich ist, dass ich sie unterstütze beim Aufbauen des beruflichen Netzwerkes. Und es ist mir wichtig, ihr zu vermitteln, das Gefühl, dass ich sie jederzeit unterstütze mit Rat oder mit dem Austausch, also wenn sie mich im Laufe ihres Berufslebens braucht. Ich glaube, dass es da sehr wichtig ist, dass die Mädchen schon in ihre Kindheit in Berührung mit Technik kommen und dass sie entdecken, dass Technik spannend sein kann. Und Infineon zum Beispiel unternimmt da schon einiges. Infineon hat initiiert sogar einen Kindergarten, welches Schwerpunkt Technik und Naturwissenschaften hat. Bei Infineon wird ein Girls Day organisiert. Die Volksschülerinnen bekommen da Möglichkeit, einen ganzen Tag bei Infineon zu verbringen und einfach in verschiedenen Bereichen zu schnuppern.